Ich bin in Mâcon und habe hier mit Blick auf die Stadt einen etwas regnerischen Aufenthalt. Hier auf der gegenüberliegenden Seite finden wir sehr schöne Cafés, unter anderem hier ein Restaurant namens Le Saint Laurent, wo wir morgen Abend speisen werden. Direkt daneben das Restaurant Le Bouchacourt. Die Küche hier in Mâcon ist einfach wirklich gut und gar nicht so teuer. Tja, das ist quasi die Fressmeile von Mâcon, auf der ich mich hier befinde. Und wir finden ein Restaurant am nächsten. Herrlich. Und La Tête de l'Art wartet auf besseres Wetter. Denn bei diesem vielen Regen ist der Biergarten natürlich nicht geöffnet.